So, willkommen zurück. Wir sind jetzt bei der Aufgabe Roadtrip Besuch. Also wir sollen, ich lese einfach mal die Aufgabe vor. Starte den Roadtrip auf der Thunder Route 99 mit etwas Erkundung. Besuche ein Dinner, Motel, eine Tankstelle und ein Truckstop. Kann nur in einer Zone der Thunder Route 99 abgeschlossen werden. Also wir sollen Dinner besuchen, ein Motel, eine Tankstelle und ein Truckstop. Und das halt mindestens in der Level 46er Zone. So, dann habe ich noch einen kleinen Besucher aus dem Livestream. Er nennt sich im Livestream, also auf YouTube, jan.c. Erstmal Grüße gehen daraus. So, wir gehen auch direkt mal rein. Ja, müsste. Ja, ist richtig. So, dann für alle Neuen und mit dem Code. Ihr wisst ja, guckt auch mal in die Videobeschreibung, da steht nämlich extra ein Link drin, wo ich schon genau alles erkläre, wer ich bin, wie das genau abläuft mit dem Gewinnspiel. Aber Kurzfassung, alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl hinzu, deshalb stehen da schon 12 Zahlen. Bei 130 Abonnenten kommt halt die 13. Zahl hinzu. Aber auch in diesem Video werde ich definitiv, diesmal ist es versprochen, die nächste Zahl schon bekannt geben. Also fehlen dann rein theoretisch nur noch 3. So, Alter, was geht denn hier für Level rein? Ich glaube, die Mission wird simpel werden. Aber auch dank Jan. Aber die alten Hasen unter euch wissen, Ladebildschirm, Likezeit, Kommentierzeit, was immer mehr gemacht wird zum Glück. Also es macht schon Spaß, mit einigen sich hier zu unterhalten. Wenn man unterwegs ist, guckt so, wer hat unter das Video geschrieben. Und kein Abonnent, dann hau jetzt dein Abo raus. Weil jeder Abonnent ist halt wichtig für mich derzeit. Beziehungsweise immer. Jeder Abonnent ist einer mehr. Da, da, da. So, komm, Ladebildschirm. Gib Gas. Ich will weiterkommen. Brutal. Aber ich merke schon, jetzt muss ich langsam die Skizzen aufleveln. Hast du nicht gesehen. Also eigentlich hat man genug zu tun, auch ohne die Mission zu spielen. Das steht in Bereitschaft, um Sturmdaten zu sammeln, Kommandant. Starten wir den Bus. Mach ihn nochmal voll, wenn du so freundlich wärst. Ich muss wieder hoch in die Wolken. Wir sind auf dem Weg zu euch. Sammle auf jeden Fall alles Blue Glow ein, das du findest. Das sieht auch gut. Warte mal, das war doch. Ah ne, 82 ist die. Ach, die ist das. Hallo? Ah. So, wo ist hier das richtige Blutblut? Aber vorher muss ich das Dinner entdecken, Motel und Tankstelle. Da erkennt man schon mal gar nichts. Von hier ist doch nichts. Nee, ja, Jan, alles gut. Ich sag ja, jeder Zuschauer kann mir geben, was er möchte, aber ich. Sag da nicht, oh, ich hätte gern das. Logischerweise kann ich alles gebrauchen. Nö. Schön wär's. Hallo. Ist das dein Ernst? Boah, jetzt hab ich hier noch ein Nest aktiviert. Jetzt könnte ich aber deine Hilfe gebrauchen. Merkt nicht. Richtig brutal ist nicht gut. Hinzu, um
den Start vorzubereiten. Ja, ich muss hier erstmal das scheiß Metall und alles finden. Hier ist ja gefühlt nichts auf der Map. Ist hier keine Stadt oder so? Ach, nervt mich schon. Ah, da oben. Ja, ich hab's gerade gesehen, Jan. Ah, da ist schon mal der Truck gefahren. Ich gehe einfach jetzt mal überall rein. Das war der Truckstop. Mann, das bringt Erinnerungen zurück. Ich habe mich immer gern mit anderen Reisenden unterhalten. Urlauber, Fernfahrer, Verbrecher auf der Flucht, Gauner. Sie alle bauten bei ölbraunem, starkem Kaffee, der eine Woche gestanden hatte, eine Tankstelle Beziehung auf. Hier. Das war noch Zeit. Ich frage mich, ob wir jemals wieder einen geöffneten sehen werden. Bei der Menge an Schutz, die wir zerstören. Nein. Aber so wie wir den Sturm zurückdrängen, wer weiß. Ich aktiviere aber auch jedes Lager, was da ist. Zumindest warum das hier nicht zählt mit der Tankstelle. Wie schießt er hier auf mich? So, hab ich jetzt mal ein bisschen Kraft meiner Ruhe hier. Ja, das sind ja die Toiletten. Das sollte einfach. Wie heißt es? Der Truckstop ist einzeln. Mein Truckstop hat logischerweise auch eine Tankstelle. Ah, die Thunder Route 99. Ach, das war das Dinner. Tourklassiker. Denk nur an all die Herumtreiber, die den Horizont in der Ferne betrachten. So gut. Und nichts als Möglichkeiten vor sich liegen sehen. Oh, hört doch mal auf zu starten. Auf in die Zukunft! Aber erstmal ein Nickerchen und vielleicht ein kleiner Snack. Boah, wir brauchen die komplette Roadtrip-Erfahrung. Das heißt, das heißt Motels mit klangvollen Namen wie Rast des Reisenden oder Wanderers Ruhm. Das heißt, das ist Mine, oder? Einmal volltanken, bitte, guter Mann. Definitiv. Das wollte ich schon immer mal sagen. Und es war genauso toll, wie ich es mir vorgestellt hatte. Oh. Ja, um die Verteidigung war ich mir kein Gedanke. Verteidige den Bus! Wir haben einen Bonus im Spiel! Ich stehe mitten im Spawn-Card. Ich muss gerade einmal außen rum. Soll denn hier eine Tankstelle sein, ey? Das ist auch nix. Das war ja der Truckstop. Oder da hinten noch. Warte mal, ich geh mal hierher. Hier ist auch nix. Entschuldigung. Tankstelle? Aha, damals in den Anfangstagen von Steelwool haben wir uns immer zu viert in ein Zimmer gequetscht, um Geld zu sparen. Ihr habt locker flockig gespielt, klasse Steelwool halt. Es muss dann ziemliche Spannungen gegeben haben. Nee, damals ging es nur Musik.
Mann, nervt mich schon mal nichts. Carlos verbrachte die meisten Nächte oben im Truck und betrachtete himmlische Körper. Wortwörtlich ist er. Sid steckte seine Nase in staubige Handbücher. Das ist eine Werkstatt. Ich hab mein Ding gemacht. Und Anthony? Ich brauche noch diese dämliche Tankstelle. Rief los und machte Ärger. Woher kennst du ihn? Ach, Moment mal, ich vergaß, dass ich mit der Vorsitzenden des Steel Wool Fanclubs spreche. Ich behaupte immer noch, dass das hier die Tankstelle ist. Es gab ein bisschen Stress in der Fangemeinde und ich beschloss, mich zurückzuziehen. Ich wurde nicht abgesetzt und jeder, der das behauptet, ist ein Lügner. Weil mehr Gebäude haben wir ja hier auf der Map nicht. Nur noch 30 Sekunden. Da war ich. Ich ist noch da hinten. Ja, das war's auch nicht. Und sonst war ja hier nichts. Hier ist ja die Map zu Ende. Ja. So, das war die Werkstatt. Bonus-Herausforderung erfolgreich. Gute Arbeit, Team. Nicht schlecht. Wir brauchen nur noch etwas mehr Blue Glow. Blue Glow hinzufügen und zum Verteidigen des Busses bereit machen. Leg den Schalter um, wenn du bereit bist. Das war das Motel. Das war das Dinner. Das war eine Kochbude. Und mehr ist hier nicht. Verteidige den Bus! Wir haben einen Bonus im Spiel. Da unten ist nicht ein Gebäude. Okay, das haben die alles gebaut. Der anderen Straße, da ist nichts. Ne, ist keine Straße, ist ein Fluss. Alter. Kann ja nicht so schwer sein, hier eine Tankstelle zu finden. Hier sieht auch nur eins nach einer Tankstelle aus. Das ist logischerweise da, wo Tanksäulen sind. Das hier war ja das Motel. Das kann alles sein, jeder sei. Und hier war das erst. Hier war ich auch drin. Warte, Computer sagt nein. Zu viele Daten oder was? Dass hier keine Tankstelle ist. So, jetzt gehe ich nochmal in das Haus rein. Ich hoffe, ihr schafft das da mit der Aufgabe. Auch nix. Das hier ist ja keine Tankstelle. Mine. Hallo, jetzt will ich mal festpacken. Hier waren wir auch drin.
Tankstelle, ich bin hier echt überfordert. Ich behaupte, hier gibt's keine. Das hier ist so ein Campingplatz. Ich war jetzt in jedem Gebäude drin. Die Aufgabe macht mich wahnsinnig, gell? Ich war denn schon aggressiv. Ja, eine Tankstelle. Das gibt... Ich gebe hier nicht auf. Die Aufgaben müssen wir halt nochmal machen. Auf jeden Fall schon mal danke, Jan. Aber irgendwie wollte er irgendwie diese Tankstelle nicht erkennen. Daniel, ich hoffe, es stört dich nicht, dass du auf YouTube bist. So, probieren wir dasselbe nochmal. Ach, Nicole, dich habe ich ja ganz überlesen. Nicole, bist du noch da? Ich hasse das, wenn ich so Aufgaben da nicht finde, ey. 92 Regentropfen. Oh ja. Ja, ist alles schön und gut. Nur, mir fehlt die Tankstelle. So, jetzt weiß ich nicht, Nicole wollte mitspielen. Ich habe das Ganze überlesen in der Spielerei. So, ich gehe jetzt trotzdem noch mal rein. Das geht ja nur in der Aufgabe. Oder? Ah, eigentlich ja. Kann jetzt also die blöde Tankstelle da nicht finden. Dann wird das halt wieder ein bisschen länger, das Video. So, für die, die jetzt noch am Gucken sind. Die nächste Zahl ist die Nummer 6. 6666. Aber Jan, das eine sieht doch aus wie eine Tankstelle, oder nicht? Da stehen zwar die Trucks und alles, aber da sind ja Zapfsäulen. Also in meinen Augen ist das eine Tankstelle. Was soll das sonst sein? Komme ich nicht ganz drauf klar. So, probieren wir dasselbe Spiel noch einmal. Gucken, ob es jetzt zählt. Wenn er Zapfsäulen sind, ist es für mich auch eine Tankstelle. Ich renne hier rum, er nimmt es nicht an. Na, angeblich keine Tankstelle anscheinend. Nö. Das hier ist doch eine Tankstelle. Kasse. Kasse. Wo siehst du hier eine Kasse? Da, wo das Kamel drauf chillt. Ja, da war ich ja auch schon drin.
Wer markiert denn hier wie ein Dulli? Einzige gut am Kamel ist, es gibt gut Metall. Ich werde hier wahnsinnig. Weil das ist das Einzige, was aussieht hier. Das hier ist doch keine Tankstelle, das hier ist das Motel. Was zum Geier ist hier eine Tankstelle? Scheiße, macht mich halt aggressiv. Waren wir auch. Ja, das hier ist eine Werkstatt. Okay. Okay. Da! Hier okay. War ich doch eben drin. Ich kann kaum glauben, dass wir das hier tatsächlich tun. Okay, das hier ist die Tankstelle. Ich habe immer davon geträumt, einen Roadtrip zu machen. Gut, ich habe jeden Roadtrip-Roman gelesen, jeden Film gesehen und jedes sehnsüchtige Lied gehört. Über also Aufgabe geschafft. Sich dahin schlängelnde Mission zu Ende machen. Und menschenleere, ungezähmte Ödlande. Als hätte ich bei dutzenden Reisen der Selbstfindung auf dem Beifahrersitz gesessen. Und jetzt bin ich hier! Von Angesicht Jan, bist du hier die ganze Zeit am Markieren? Tankstelle! Strahle hell, o Leuchtfeuer der Hoffnung. Du Lieferant fettiger, sich drehender Hotdogs! Möge eure glorreiche Drehung nie enden! Wie sind meine Dings? Oh, ich darf wieder nicht ins Menü. Danke, Fortnite. Ja, genau dieses Geräusch. Ja, das. Ich zittere. Ja, habe Angst. So, wo müssen wir hin? Ich gehe jetzt den Bus suchen. Ich habe jetzt keinen Bock mehr hier auf die Kacke. Hi, Sunset. Gucken, was hier in dem Rahmen drin ist. Warum? Schon wieder. Schon wieder. Warum? So, wo versteckt sich denn der Bus? Warum brennt hier eine Überlegung? Hier drüben! Du hast mich gerettet! Ja, danke! Ich bin der König. Nee, König ist Knossi. Ist das dein Ernst? Wannabe! Ja, hier ist kein Wannabe. Zu spät. Zu spät. Zu spät. Den letzten hasse ich immer. Zack. Zack. Füge Blue Glow hinzu, um den Start vorzubereiten. Kommt auf, kommt auf. Ah, brutal gefällt mir so vom Layout irgendwie überhaupt nicht. Es sind immer dieses leichte Hügel und oh, Vorsprung. Also da hat mir der Wald besser gefallen und denk so. Danke, Tom. Ach Gott, hier darfst du erstmal aufräumen. Das ist der Bus da unten.
Besonderes beim Filmset? Oh, es gibt eine Falle. Geht nicht. Hier fällt hier irgendwas drunter. Boah, dieses Markieren nervt so, gell? Schön wär's. Dein Digi. Digi. So, mal gucken, was da unten ist. Der Bär regelt erstmal da unten. Ist das der Lebendige? Nein. Ich war ein Bär. So, sollen wir den Bus mal langsam starten oder? Weil ich bin fertig. Stimmt, ich kann ja jetzt mehr als 3000 Sonne. Ah, dann startet, wenn ihr soweit seid. Deshalb kann ich hier noch die Zeug fahren. Ich sag ja, kaum bin ich hier, kriege ich noch mehr von diesen Dings grünen, ich nenne es Spinatgläschen, ey. Ja, das. Ich glaube, jetzt können wir echt mal langsam starten. Ah, gut, ruhig, halt Lama noch nicht. Zeit, dass ich wieder mehr Spitzhacken Schaden mache. Ja, wir können. Ready, go. Yes, yes, yes. Oh, der Lava. Jetzt können wir wirklich anfangen. Haben wir auch eine Tür. Zack. Los geht's. Verteidige den Bus. Wir haben einen Bonus im Spiel. Bonus.
entweder macht was oder steht in den Weg. Jan, du kannst nicht mitmachen. Alles gut. Ich habe so gesehen, du stehst da. Macht aber nichts. Steht denn, oder? Jan, wenn wir hier fertig sind, bin ich auch im Stream offline. Ne? Weil wir gleich essen. Geht nicht. Wir haben einen Bonus im Spiel. Da bin ich so dumm hier auf mich, ey. Wieso kriegt der Bus Schaden? Kann ich mich so schön zurücksetzen. Ja, das stimmt. Der Schwachsinn da. Abo-Traden halte ich überhaupt nichts. Echt nicht. Entschuldigung. Wirklich Schwachsinn hoch ab. Ich krieg hier Schaden in der Hände und keine Ahnung woher. Es tut
eine Hexe, die mir auf den Keks geht, ey. Ich hab ihn gefunden. Ich muss noch kurz das Leben ein bisschen refreshen. Was ist denn diese Drachase? Nur noch 30 Sekunden! Wer denn ey so nah? Countdown läuft! 3, 2, 1, Abschuss! Ich liebe perfekte Busstarts. Ich schau. So, dann sag ich mal definitiv Danke, Jan. Kannst dir gleich auch schön angucken, wie du geholfen hast. Auch GG an die anderen. Naja, aber mit dem Abo-Traden, das ist ja inzwischen schon Standard geworden, ey. Ich weiß ja nicht, was das bringen soll. Schön, ich kann hier einfach durchrennen und klasse. Da brauchst du das Spiel nicht spielen. Sache, ich habe ja auch die 82er Waffen jetzt einmal von dir, einmal von ja schon auf jeden Fall von dem anderen, der mir auch schon geholfen hat, aber ich benutze die eigentlich nur, wenn es wirklich eng wird, weil es macht einfach keinen Sinn, wenn ich jetzt 130er Waffen geschenkt bekommen würde. Klar, alles ist schön und gut, alles ist einfacher, aber irgendwie dann auch uninteressant. Wenn will ich mir die Skizzen auch selber machen und hast du nicht gesehen. Ich meine, klar, jetzt hier mal, dass du mir hilfst. Ich meine, klar, das wird auch so funktionieren. Ja, ich sag, ich habe mir sowas hier mal angeguckt, ja auch immer wieder mal. Kann ja sein, dass du irgendwo mal reinguckst im Abo-Traden und hast gerade eine uninteressante Stelle gefunden. Alle Systeme bereit immer für die Verbindungsreise. Na dann, Stil wohl aufdrehen und rauf auf die endlose Straße. Aber es läuft immer gleich ab. Bitte like den Stream, bitte abonniert. Wenn wir noch 5 Abos haben oder 5 da, dann gibt es das und das, wie aus einem Viehmarkt. Ja, voll spannend. Auf dem Papier klang so eine Selbstfindungsreise ja toll. Hi, Noel. Aber bisher habe ich nur herausgefunden, dass ich gerade richtig traurig bin. Kommandant, wir müssen uns den Tatsachen stellen. Wir haben Dr. Windermans Botschaft gesehen. Und ich weiß... Sie bedeutet, dass er fort ist. Aber er ist mein bester Freund. Oh, wie traurig. Ich will nicht, dass er weg ist. Ich glaube, ich muss leb wohl sagen. Ja. Ray! Hey, Penny! Tut mir leid, wir haben nur... ist egal. Was können wir für dich tun? Ray, Liebling, jetzt tun wir mal was für dich. Fertig? Ja, ich darf was sagen. So, Noel, erstmal danke für dein Follow, Sascha. Wir sind nicht bei Twitch. Danke für dein Abo. Ich denke mal, es kam von dir gerade. Aber ich muss enttäuschen, ich bin gerade die Aufnahme machen. Und den Stream mache ich dann auch aus, weil meine Familie ist schon am Essen. Die warten eigentlich schon auf mich. In dem Sinne, Sascha, auch danke fürs Zuschauen allgemein. Ich
weiß nicht, ob ich heute nochmal wiederkomme, aber kann sein für eine Stunde oder so. Mal gucken. Und für all die, die hier den Roadtrip machen wollten, wie gesagt, ihr habt ja gesehen, die Tankstelle ist ziemlich schwer zu finden, weil sie nicht eindeutig zu erkennen ist, weil man den Truckstore als Tankstelle eher ansieht, weil da halt auch mehr Säulen sind und sieht halt eher aus wie eine Tankstelle. Aber die Tankstelle ist gegenüber vom Truckstore. So, ich hoffe, ich konnte euch halt damit helfen. Denkt dran, wie immer, gerne ein Like da lassen, Kommentar, wenn du noch nicht abonniert hast, mach's gerne jetzt und in dem Sinne, haut rein.